Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evoland 2. Heute gehen wir da rein. Ich hoffe ja, also ich denke mal, das wird jetzt das Ende sein von der Welt, oder? Oha, wer seid ihr denn? Ja, Hallöchen. Hm, wer seid ihr denn, Mann? Euch kenne ich gar nicht. So. Was? What the heck? Hä? Was? Aber rein theoretisch müsste ich mich doch von denen töten lassen, weil dann... Ja. Okay, bin gerade ein bisschen überfordert. Lass mich in Ruhe. Alter, hat das Sammisch gemacht. So, wir haben hier einen getötet. Okay. Das wird ein einfacher Kampf, glaube ich. Weil das so viele Idioten sind. Oh, das war schlecht. Einfach kurz ein bisschen warten. Ich glaube, die KI von dem ist nicht so die beste. Oh, das war schlecht. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Von meiner Seite aus. Aber egal. Also wir können ihn nur angreifen, wenn der Dings ist, ne? Wenn er so wie er jetzt gerade ist, so wie man sieht. Der ist zum Beispiel unverwundbar. Das ist aber voll easy. Ja komm, wir können ja auch so fighten. Ja, easy, ne? Das war ein weirder Kampf, aber ein ziemlich einfacher. Oh, hier ist wieder das Fluggerät. Können wir mitnehmen? Ich glaube, wir übersehen ein wichtiges Detail, Didi. Ja, lass mich raten, die Kiste. Siehst du, das meine ich nämlich, weil sonst würden die uns warnen. Fragment der Zeit, Junge! Erstmal auf meiner Liste hier abhaken. Oh, jetzt quatscht die Alte schon wieder, ey. Warum ist eigentlich in der Box? Ich dachte, die haben es einfach reingeschossen. Egal, erstmal abhaken. Wir haben es. Das ist gut. Es fehlt uns nur noch Erde und Eis. Dann haben wir alle. Ja, Volltreffer! Langsam fange ich mich. Langsam frage ich mich, wie genau wir hierher kommen, hier herauskommen. Vielleicht mit dem Fluggerät. Ihr habt schon viele viele brenzliche Situationen überstanden, Didi. Ich wette, euch fällt etwas ein. Ja, wie kommen wir hier raus? Keine Ahnung. Vielleicht das Ding? Oh, jetzt kommen sie alle. Was um alles in der Welt ist das für eine bizarre Maschine? Das ist eine Art Flugmaschine. Mit diesem Ding verbinde ich schlechte Erinnerungen. Warum nur? Und dabei dachte ich, ich würde nie wieder in eine steigen. Sie ist genial! Glaubt ihr, Sid, der berühmte Erfinder, hat die gebaut? Weißt ihr, wie man sie fliegt? Und Caro? Wenn ihr es fliegen nennen wollt. Immerhin kommen wir jetzt von hier weg. Und mit dieser Maschine können wir um die Welt reisen. Brechen wir auf.
Los geht's. Flugmaschine, benutze die Angus-Taste, um auf der Weltkarte zu starten oder zu landen. Okay. Jawoll, jetzt haben wir sie da oben endlich drin. Sehr geil. Wo wollen wir denn hin? Ich glaube, wir können ja jetzt wieder zurück irgendwie, ne? So. Landen. Voll geil. Oh Mann, an diese Zeitverschiebung werde ich mich nie gewöhnen. Jetzt können wir doch raus und sind wir normal, oder? Nee, okay. Shit, wir brauchen den Margeliten, ne? Wo war der nochmal? Das ist voll geil. Mach die Musik. Jetzt müssen wir doch hier irgendwo den Margeliten haben, dass wir wieder zurück können, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Oder vertue ich mich doch. Erstmal die sagen, ey, wir sind wieder da. Ich möchte wissen, wozu diese Kanone dient. Okay, haben wir sie schon bekämpft? Nee, ne? Okay. Ich glaube, wir kommen hier nicht so schnell wieder hin. Die Wand ist halt mega geil. Ich glaube, wir gehen auf Angriff. Das heißt, wir kriegen jetzt natürlich entweder einen geilen Ranger, den wir spielen könnten auch. Oder... Ich weiß nicht was. Okay. Machen wir beides weg, ein bisschen Energie sparen. Hey, da sind wir! Das ist Didi! Das wäre so geil, wenn die Sammelkarte wirklich Didi heißen würde, also so wie man den Charakter benannt hat. Und 1, 2, ne? Also wir kommen auf 6, also den können wir eh nicht spielen. Bauen hier einfach mal eine kleine Mini-Verteidigung auf, dass da nichts mit Damage durchkommt. Würde ich einfach mal behaupten. Oh, damn! Aber den unten schaffen wir. Jawohl. Nehmen wir sie einfach, weil sie ist neu. Okay, das war ein bisschen wasted, weil wir einen. Ach ne, der eine Angriff geht der durch, weil Durchschlag und so. Oh, warte mal, 5, 6, 7. Ja, RIP die Dame. Wir müssen oben deffen, sonst haben wir ein großes Problem. Oh man. Das ist eine 15er Karte, ne? Das ist schon ein bisschen abnormal. Ja, wir haben eh verloren. Fuck. Puh. Oh, wir hätten nur einen Angriff durchkriegen müssen noch. Oh, verdammt. Na komm, das schaffen wir jetzt. Wir brauchen 4, wäre halt schon nice, ne? Das ist schon eine recht nice Karte, ne? 1-10er. Gute Verteidigung, wir machen einen Damage jeweils. Aber ist halt relativ teuer eigentlich, ne? So. 04 wäre nice, wenn wir die umbringen könnten, bevor da Vegas Trouble kommt, aber sieht schlecht aus. Zack. Der schadet eben besser, auf jeden Fall. Ne 9-9!
Sophia. Oh man. Es ist so krass, was er an Karten hat, ne? Na, City on a Ranger ist halt ein bisschen krank. Aua. Okay, die Runde können wir eigentlich vergessen. Kann man eigentlich gleich noch eine neue Runde starten, so. Nee, also ich habe zwei Runden allerhöchstens noch. Ja, nochmal. Oh nein, ich wollte dich nicht anquatschen. Nicht uns nochmal reinschicken, das wäre jetzt ziemlich bad. Das lief jetzt nicht so gut. Wir können das so machen und dann den dahinter, um Energie zu sammeln. Reine Energiesammelaktion. Was ist das denn für ein Ding? Oh mein Gott! Wir müssen jetzt ja zwei eigentlich durchgehen, ne? Genau. Oh man! Einfach nur oben zum Verteidigen. Dass wir da nicht die kompletten 5 Schaden abbekommen. Das tut mir richtig weh, denke ich mal. Das heißt, denke ich mal, das weiß ich, dass es richtig weh tut. Oh nein! Er hat echt eklige Karten, der Kollege, ne? Das ist vielleicht ein bisschen bad jetzt. Aber gut. Der hat halt abnormal viel Energie, ne? Dass er ohne Ende Karten spielen kann. Oh man, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Also die Runde auf jeden Fall nicht. Schon wieder! Ich bin halt RIP, Alter! Eine Zweierkarte, das ist halt. G to the fucking G. Komm, eine Runde versuchen wir noch und dann gehen wir einfach raus. Den packen wir oben hin. Wenn das jetzt so ist wie immer, wird er da oben nämlich die Death-Karte hinsetzen. Ne, jetzt macht er mal das Tech. Zwei Fünfer Eile, ne? Können den Schaden durchgehen lassen, die hierhin. Das sind 6 Schaden, die wir oben safe machen. Wenn da irgendwas hinkommt, 6 Schaden ist halt relativ viel. Also ich denke mal, da können wir ein bisschen was mit reißen, hoffe ich. Hoffte ich.
Die darf nicht angreifen, die ist eine Nullerkarte. Okay, gut. Puh. Puh. Sehr schön. Der weg, wunderbar. Der auch weg. Der hat aber 13 Energie, damit kann er jeden Scheiß spielen, den er will, ne? Oh Mann, ey. Das tat weh. So, jetzt rückt der nach vorne, greift er auch noch an? Nee, schade. Aber egal, wir haben dadurch ein Verteidigungsding. Eins, was verteidigen tut und tut. Komm auf 5, ne? Wir bräuchten eine Energie mehr. Schade. Wir gerne den Archer dahinter gesetzt. Stimmt, die geht durch, ne? Das ist nicht so geil. Eine 4er Ranger-Karte wäre jetzt super optimal. Der greift zuerst an, das heißt, wir kriegen das Ding platt, ne? Sehr schön. Wir bräuchten jetzt echt eine Ranger-Karte, die 2 Damage nur macht. Oder eine 4 Damage-Karte. Drei, vier. Wir brauchen nur 6. Fuck! Wir machen jetzt 3 Damage. Das heißt, ein Damage hat er, also ein Leben hat er jetzt gleich noch. Ah! Oh, verdammt! Wir haben halt echt gerade richtig Schitte gezogen, ne? Ich muss das hier treffen. Da krieg ich nächste Runde eh 9 Schaden. Ich bin tot. Egal, was ich mache. Wäre es unten nur einer noch gewesen, wäre das so geil jetzt. Egal, was ich gemacht hätte, ich wäre tot. Und die 9-9er dann durchgekommen wäre, dann hätte die halt durchgehauen, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ah, eine Runde will ich noch. Es war jetzt so knapp jetzt am Ende. Damit fangen wir schon mal gut an, weil wir kriegen halt Energie. Wir müssen halt versuchen, so schnell wie möglich umzubringen. Und diese Karten auch so schnell wie möglich weg. Oder wir kriegen jetzt eine 10 Damage Karte und das wäre natürlich super krank. Eine 5er, aber die kann ich nicht ausspielen, ne? Das bringt uns halt gar nichts, wenn wir sie jetzt spielen würden. Also die 0-2er Dinger bringen uns halt gerade nichts, weil wir keine Verteidigung, also es lohnt sich nicht, irgendwas zu verteidigen. Weil der oben macht eh keinen Damage. Jetzt wird der Damage durchkommen. Boah, ist noch eine 5er Karte, die wir spielen könnten, dann hätten wir gewonnen, ne? Safety first! Jawoll! Jawoll! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Wow! Waffe. Okay, das interessiert mich jetzt. Was ist bitte Waffe für eine Karte? Da. Ah, die, okay. Oh mein Gott, das war... Drin hätten wir auch noch eine Karte, die wir holen können. Guck mal, wie schwer der Gegner ist. Also eine Runde machen wir einfach noch und dann gucken.
Du bist das, okay. Auf jeden Fall 20 Leben könnte man schaffen. Leider keine gute Startkarte wieder, aber in eine okay, sag ich mal. Ja, die nächste Runde halt auch so viel spielen, ne? So. Und da ein bisschen Energie sammeln. Er hat halt jetzt 12 Energie, ne? Damit könnt ihr halt alles spielen. Au. Letzter Pumpkin wäre nice, jawoll. So, der hat jetzt schöne Verteidigung auf, also jetzt nicht so gute Verteidigung, aber ein bisschen Verteidigung vor sich, was super nice ist. Bam! Eine 0-3er ist halt schon mal eine Verteidigungskarte, womit man ein bisschen was verteidigen kann. Okay, gut, der hat Eil, aber das ist nicht so schlimm. Guck mal, sie bleibt halt auch noch stehen, die Fee, ne? Die ist halt not so bad. So. Das ist super, da unten. Und dann macht er den Typen auf jeden Fall fertig. Der nächste kann nicht angreifen. Das heißt, die 5 Einer bleibt auf jeden Fall liegen. Da die Eile hat und der da jetzt was anderes vorspielen wird, was vielleicht nicht so stark ist, in easy going. Okay, gut. Die werden sich halt beide gegenseitig vernichten. Das ist okay. Aber das ist okay. Jetzt noch eine Verteidigungskarte für die Mitte wäre nicht schlecht. Der wäre halt super nice, ne? King 2. Ah, das sind halt nur 8, die wir zusammen kriegen, ne? So. Oben der eine wird jetzt eh sterben, was halt super nice ist. Hier machen wir ein bisschen Damage. Jetzt nicht so krass viel, aber ein bisschen. Oh, bitte spiel nichts in der Mitte, sehr schön. In der Mitte belebt unser Pumpkin auf jeden Fall. Der Pumpkin ist halt eine mit der krassen Karten, finde ich persönlich. Mhm. So. Ja gut, können wir halt zur Verteidigung spielen, ansonsten... Hm, ja. Okay. Oh. Rip Pumpkin. Okay, unsere stärksten Karten gerade ist weg. Nicht so geil. Gar nicht so geil. 4, 5, 6, 7. Wir bräuchten ja noch 2, ne? Die wäre jetzt super nice, ist in der Mitte, wird halt alles kaputt hauen. Aber wir können die nicht spielen. Oh Mann, das tut weh. Muss ich eigentlich echt schon spielen, ne? Ist halt egal, warum, die werden beide dann sterben dadurch, ne? Machen wir mal so. Kriegen wir jetzt da oben das Ding kaputt. Oh mein Gott, RIP! Eine Karte kann alles entscheiden. Einmal versuchen wir es noch. Oh, jetzt kriegen wir so geile Karten, aber wir können halt davon nichts spielen, was halt super ärgerlich ist, ne? Also nicht wirklich viel. Es wäre auch mal cool, wenn der Gegner mal erst zieht, dass man vorher vielleicht Schnick, Schnack, Schnuck spielt, wer zuerst legen muss. So, Verteidigung dahin. So. Zack. Also, er hat halt unendlich wieder Energie, ne? Das ist halt so das Nervige an der ganzen Geschichte gerade. Bräuchten einen mit 4, der Durchbruch hat. Ey, zum Beispiel wäre halt super nice jetzt gerade.
Auch wenn ich ihn jetzt gerne spielen würde, aber er kann halt einfach beide zerstören. Das ist halt super geil. Sehr schön. Kriegt halt so viel Energie, ne, der Kollege. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, der Anfang. So. Wunderbar. Also jetzt greifen wir eben Ranger an, das heißt, das Ding ist eigentlich mega nice da. Bumm. Der da unten haut auch nochmal einen, auf jeden Fall down. Könnte was werden, aber wird eventuell schwer. Nein, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Super geil. Wir haben gewonnen. Uhuhu. Nice! Oh, das ist halt echt so ein Kartenglück, ne, was man am Anfang zieht, ey. Mal gut. Und desto mehr Karten ich habe, desto schlimmer wird das halt auch, ne? Das ist halt das Problem. Oh, man. Was mich interessieren würde, kann ich hier auch fliegen? Nee, ne? Okay. Also kann ich nur in der Overworld fliegen. Aber das ist gut zu wissen. So. Dann mal wieder zurück, ne? Machen heute ein bisschen länger. Wunderbar. Ich hab das Fragment der Zeit. Ich hätte im Traum nicht geglaubt, dass es sich in irgendeiner Art Anomalie befinden würde. Nur Edil, die war dazu in der Lage, es dort zu finden. Ich bin so froh, euch gewählt zu haben. Ihr teilt einen Ski. Nee, wir teilen einen Ski. Okay. Falls ihr weitere Informationen zu dem Blablabla im Gedöns. So, das heißt, wir brauchen Erde, Dämonen, vielleicht Dämonia. Das müssen wir noch. Aber ich glaube, das wird mit eins der schwersten, das Dämonia-Ding. Und wir haben noch Kaiserreich Wikinger. Ich weiß aber nicht immer, wo wir Wikinger finden. Es könnte sein, dass es da unten jetzt die eine Insel vielleicht geschmolzen ist. Warte, wir können ja gegen den noch ein Duell machen, oder? Wir haben ja so eine Flugmaschine. Ja, dann machen wir ungefähr nicht. Yo. Viel Glück. Okay. Okay, da würde mich aber auch interessieren, was Dings als Attacke hat, ne? Horst. So. Okay, das war schon ziemlich nice. Ich bin jetzt schon wieder beim großen Problem, dass ich nicht gleichzeitig gucken kann, wo die Schüsse langfliegen, wo ich bin und die Gegner sind. Sowas kann ich einfach nicht. So, dann gucken wir mal, was die Eisdame hier noch kann. Ah, okay, die gehen alle ein. Das ist auch ziemlich nice. Kann auch wahrscheinlich sehr gut mitarbeiten. Labla! Power Level! Wir haben Level 30 erreicht. Ich kann nochmal ein Achievement. Okay. So, das Einfinden ist halt echt ziemlich rough. Vor allem gegen die Viecher eigentlich. Würde ich jetzt mal behaupten, aber irgendwie doch nicht so nice. Ich glaube, wir sollten da echt bei Karo bleiben. Ich glaube, das ist schon mit eins der besten. Die Frage ist halt echt nur, wie weit müssen wir hier, ne? So, ich werde einfach mal den Schuss aufladen von Karo und so. Aber ich brauche ihn ja gerade noch nicht, deswegen werde ich ihn auch nicht benutzen. Hallo, kannst du sterben bitte? Danke. Wir hauen einfach mal raus. Der lädt sich eh relativ schnell auf, deswegen
ist jetzt nicht so die Welt. Ich glaube, wir haben das Maximallevel erreicht, oder? Kann das sein? Kann das sein, weil wir kriegen gar keine Erfahrung mehr, obwohl wir Erfahrung sammeln. Oh mein Gott, das hat ziemlich fett reingehauen. Oh, die großen dicken Bubbles nicht einsammeln. Das ist böser Angriff von Gegner. Das Geld wollte ich auch nicht aufsammeln, ne? Aua. Autschen. 5000-fach Schuss, Alter, was geht ab? Was geht ab, deine Mutter? So. Weiß halt echt nur, wie lange das geht wieder, ne? Also einer fliegt ja auch super krass lange. Kriegen, glaube ich, doch, wir kriegen noch ein paar, oder? Es ist so wenig. Also entweder kriegen wir echt so gut wie gar keine oder es ist gar keine. Oh mein Gott, Bullet Hell des Todes hier. What the heck? Okay, das war's. Kann ich die Büffel denn an? Kann ich die Büffel denn anwenden? Da für euch. Eine Karte? Sag zu! Okay, wir haben irgendwas bekommen, was wir nicht ganz sehen. Okay, eine Karte aber. Haben wir jetzt maximales Level erreicht? Also, könnte ich mir vorstellen. Hä? Hey, hier ist doch irgendwo einer. Ist der hier? Nee. Hier wahrscheinlich, ne? Gegen ihn? Können wir gegen ihn Duell machen? Du. Hallo? Nee. Hä? Merkwürdig. Merkwürdig. Aber gegen sie können wir eins machen, ne? Also die haben wir schon. Glaube ich. Zumindest. I don't know. Er hier? Oh, hier ein Oppi. Eieiei, Alter, viel. Grizzly-Attacke. Fass, friss. Nom nom. Oh, hier Duell machen ist aber nicht so geil. Wenn ihr das im Winter mit dem Wasserfall hört. Wenn man jetzt auf Klo muss, hat man echt ein Problem. So, weg damit. Der dahin. Die muss leider weg. Schade. Acht hat er, Alter, jetzt zur Verfügung, ne? Das erstaunt mich krass viel. Hätte ich schlecht rumgebaut. Hätte ich anders rumgebaut, wäre sinnvoller. Rein theoretisch, aber ich will ja nicht hier jetzt irgendwie dazwischen reden, ne? 4, 5, 6, 7. Jawoll. Boots, Junge. Zwei. Hoffentlich kommt da jetzt keine andere Karte hin. Okay, die ist okay. Die ist okay. Zehn werden wir nicht kommen, ne? Das sind 5, 6 kommen wir. So, dann kommst du da davor. Das ist eine gute Idee. Und jetzt müsste einer sogar komplett durchgehen, oder? Kriegt ihr euer Lebenabflug? Ja, wunderbar. Ja, voilà. Au, au, das tut doch alles weh, Mann. Au, nächste Runde bin ich RIP. Nächste Runde bin ich RIP. Kann nichts machen. Ah, 2 HP hat er noch. Nee, gar nicht warm. Mal keine 10 dann. Ah. War aber relativ knapp. Der Anfang war nicht schlecht. Ich hätte jetzt aber hier treffen müssen. Eine Runde machen wir noch, komm. Dann war es, glaube ich, auch mit dem Pfad. Haben wir heute ja sehr viele Karten gespielt, aber ja. Kann man ja auch mal machen, ne? So, der Schlurpmann.
und den einfach hintersetzen. Da haben wir ja auch mal eine sehr schöne Anfang, so eine Dingskarte, die uns ein paar Energies gibt. Das ist halt not so bad, ist halt immer gut, ein paar Energies zu haben. Oh, was ist das denn, Alter? 5-7 Range, das ist nicht schlecht. Kommen wir denn da drauf? Ne, das sind 3, wir können auf 5 kommen, ne? Hm. Das ist blöd. So. Gut, nächste Runde wird er auch noch einmal angreifen, aber wenn er da nichts anderes hinsetzt, dann schaffen wir die Bombengedöns halt auf jeden Fall, jawohl. Wir gehen auch noch 3 Schaden durch, wunderbar. Oh! Jawohl. Ja, das lässt sich doch mal sehen, ne? Gut, das hat jetzt nicht so viel Verteidigung, das Ding. Aber, naja. Machen halt relativ wenig Schaden. Wir haben gerade mal 10 Leben runtergezogen von ihm, ne? Wow, what? Oh, das tut weh. Das tut halt richtig weh, ne? Aber egal. So kriegen wir auf jeden Fall noch einmal Energie. Das ist ziemlich gut. Denke ich mal. Denke, da habe ich relativ schlau gespielt. Also kriegen wir einmal noch Energie. Der Def die nächste Runde oben auf jeden Fall gegen den. Der hat ja auch keinen Durchschuss, was gut ist. Brauche ich das am besten zwei, die wir spielen? Oh, das natürlich wäre super nice, ne? Der hat aber Eile, der kriegt den halt eh kaputt. Den dahin. Den, der Blob macht den fertig. Das ist halt schon ein bisschen hart, ne? Eine 5er-Karte wird einfach von so einem kleinen Schleim fertig gemacht. Okay, das ist nicht so schlimm. Weil klar, dass sie irgendwann sterben muss. Der hätte halt auch nichts mehr. Die da so hinter. Zack, die kommt hier vor. Vorne vor. Ja. Was die Kanone hat überlebt? Warum hat sie da nicht drauf geschossen? Okay, das ist bad. Oh, Leute, RIP. Diese scheiß Waffe, ne? Die ist so overkill, ey. Vor allem, wenn du 5000 von diesen komischen Mönchen da drin hast. Ja, gut. Dann lassen wir es halt. Dann lassen wir das halt. Irgendwann werde ich nochmal ganz Duells machen, weil mir persönlich machen Duelle halt echt Spaß. Lavoll! Ist halt wirklich was in der Mitte, ne? Das ist halt schon ziemlich geil. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch die Folge heute gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir was auf der kleinen Insel da machen können. Und gucken mal weiter, was wir sonst noch so haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.